Herzlich willkommen zu diesem Video. Und dieses Video ist jetzt der Start einer Reihe über die Software, mit der ich eigentlich alle meine Videoprojekte zusammenschneide und bearbeite, nämlich Camtasia Studio Art. Diese Software ist für mich eigentlich ein Lebensinhalt. Ich könnte ohne die gar nicht mehr sein, denn alle Projekte, die Sie von mir sehen, habe ich irgendwie mit Camtasia Studio bearbeitet. Ich zeige Ihnen jetzt in dieser Videoserie, ich habe noch gar keine Ahnung, wie viele Videos das jetzt werden, alles, wie Sie das downloaden, Sie dann die Bearbeitungen durchführen, wie Sie Effekte machen können und Tipps und Tricks, alles Mögliche. Und diese Software, dass ich weiß, lernen Sie jetzt in dieser Serie kennen. Bleiben Sie jetzt einfach dran, wir starten mit der Einführung. Bis gleich. Herzlich willkommen zu diesem ersten Video zu den Tutorials von Camtasia Studio 8. Und ja, das ist jetzt ein Einführungsvideo. Ich zeige Ihnen jetzt gleich mal, wie Sie Camtasia Studio 8 downloaden können und das auch mal 30 Tage gratis testen können. Ja, das werden wir jetzt gleich zu Beginn machen und dann eine kleine Einführung, wirklich nur eine grundsätzliche Einführung in die Software, damit Sie mal einen kleinen Überblick haben. Ja, ich bin jetzt hier bei Google, ich gebe jetzt hier einfach mal ein Camtasia Studio 8. Dann nehmen Sie einfach gleich hier das erste Ergebnis, Camtasia Studio 8, Programm für Bildschirmaufnahme, da klicken Sie drauf. Kommen Sie auf die TechSmith-Seite, das ist eben diese Firma, die dieses Programm veröffentlicht hat. Und da können Sie hier auf diesen Button gehen, gratis testen. Dann können Sie das wirklich 30 Tage kostenlos mit ja, beinahe allen Funktionen testen. Und Sie können das natürlich auch gleich kaufen, wenn Sie sich gleich dafür entscheiden, diese Software zu nutzen. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ja, das machen Sie bitte jetzt, folgen Sie dann einfach diesen Setup-Guide. Das zeige ich jetzt nicht vor, denn ich habe sie ja bereits installiert. Und ja, ich zeige Ihnen jetzt mal gleich, wie das aussieht, wenn Sie dann das erste Mal drinnen sind im Programm. Ich gehe jetzt hier auf Camtasia Studio 8. Einen kurzen Überblick. Sie haben hier genau wie zum Beispiel bei Firefox oder Google Chrome diese Leiste oben mit Datei bearbeiten, Ansicht und so weiter. Hier haben Sie natürlich viele projektinterne Dinge drinnen, da gehe ich jetzt mal noch nicht drauf ein. Dann haben Sie hier den Bereich, wo es darum geht, wenn Sie ein Video machen möchten, wo Sie Ihren Bildschirm abfilmen möchten, wo Sie wirklich jeden Schritt, wo Ihre Zuseher dann jeden Schritt nachvollziehen können, den Sie unternehmen. Das geht hier mit Bildschirm aufnehmen. Dann haben Sie hier den Bereich Medien importieren. Das wäre, wenn Sie jetzt mit Ihrem Handy, so wie ich das häufig mache, eben ein Video machen und das möchten Sie ein bisschen bearbeiten, dann können Sie das von Ihrer Festplatte ganz einfach hier reinziehen, das zeige ich Ihnen dann gleich noch, und produzieren und weitergeben ist dann wirklich, wenn das ganze Video fertig gemacht wird zum Hochladen auf YouTube oder anderen Portalen. Das ist dann immer ganz zum Abschluss, das wird in einem späteren Video dann mal kommen und ja, das ist mal diese Leiste hier oben. Entschuldigung. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch öfter husten, denn ich bin ein bisschen erkältet, aber man muss die Videos machen, weil die Inspiration kommt. Also bitte entschuldigen Sie das an dieser Stelle. Dann gehen wir jetzt gleich hier weiter. Hier drüben haben Sie die Clip-Auswahl. Da kann man dann das Video, das man gerade bearbeitet, immer sehen, wie weit das fortgeschritten ist. Man hat auch hier den Player, wo man das abspielen kann. Dann hat man hier einige Tools, wie man eben dieses Video hier noch bearbeiten kann, ein Schnitttool, das zeige ich Ihnen dann mal später noch, und weitere Möglichkeiten, das ist dann dieser Player- und Vorschaubereich, sage ich jetzt mal, und dann ist hier unten dieser große Bereich, das sind die Spuren, da werden wir dann das meiste, sage ich jetzt mal, machen, oder das wird ein großer Teil sein, weil da kann man wirklich ganz tolle Dinge machen, da kann man auch Spuren hinzufügen, werden wir auch mehrere brauchen, das zeige ich aber dann, wie gesagt, auch in einem nächsten Video. Ja, diese Werkzeuge, die Sie hier sehen, Schnittwerkzeug, Trennwerkzeug und so weiter, das brauchen wir dann rein für die Spuren hier unten. Dann haben wir auch hier diesen Zoom, da kann ich dann, das zeige ich Ihnen jetzt dann gleich, wenn ich hier ein Video einfüge, kann ich eben das Ganze verfeinern fürs Bearbeiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich. Ja,
Das Bildschirm aufnehmen und wie Sie das am besten machen, das zeige ich dann auch in einem späteren Video. Ich möchte jetzt nur, damit Sie mal einen kleinen Überblick haben, wie das aussieht, ein Video von mir importieren, das ich bereits auf der Festplatte habe. Das werde ich jetzt mal machen. Ich klicke jetzt einfach drauf. So, ich gehe jetzt hier. Sehen, ich habe hier schon einige Videos. Und ich möchte jetzt. So, wo habe ich es jetzt? So, das hier möchte ich. Das ziehe ich mir jetzt hier rein. Ich habe hier auch ein paar andere Videos drinnen, denn ich habe zuerst gerade noch eins erstellt. Dieses Video, das nehme ich jetzt einfach hier per Drag and Drop und ziehe es mal hier auf die erste Spur runter. Ja, nur noch zur Erklärung. Hier habe ich eben das Clip-Auswahlfenster. Ich erkläre jetzt auch diese Buttons hier noch. Das Clip-Auswahlfenster, da sehen Sie eben alle Videos, die Sie hier reinziehen oder mit dem Bildschirm aufgenommen haben in diesem Moment. Die sehen Sie hier. Dann haben Sie hier auch noch eine Bibliothek. Da klicke ich jetzt hier drüber. Da sind erstens schon viele, viele Dinge wie Intros und so weiter hinterlegt bei Camtasia selber. Hier kann man aber auch selber Ordner anlegen. Ich habe zum Beispiel hier einen, da habe ich solche Knalleffekte und so weiter, wie ich das ab und zu verwende drinnen. Und ja, hier habe ich auch noch viele Clips und Intros und Outros, die ich ab und zu verwende. Die sind auch, die kann man auch hier hinterlegen. Das ist die Bibliothek. Dann gibt es visuelle Eigenschaften. Das ist dieser Button. Das brauche ich hauptsächlich für meine Greenscreen-Aufnahmen. Das zeige ich dann auch später noch. Das ist jetzt wirklich nur zum Erklären. Und hier sind dann noch die restlichen Möglichkeiten. Callouts zeige ich auch dann später mal. Das sind, Entschuldigung, das sind eben ganz einfach Elemente, die man einfügen kann, wie Texte oder Banner und so weiter. Wie gesagt, ich zeige dann alles später mal, wie das funktioniert. Zoom und Schwenk, Audio kann man bearbeiten, Übergangseffekte, Cursor-Effekte, wenn man zum Beispiel seine Maus, wie Sie das sicher kennen von diesen Bildschirmvideos von den Experten, wenn die Maus gelb umrahmt ist, dass man genau sieht, wo die Maus gerade sich bewegt. Gesprochene Kommentare kann man machen, Kamera aufzeichnen, Beschriftungen und Quiz. Also das ist im Großen und Ganzen jetzt dieser Überblick von Camtasia. Ich gehe jetzt zurück aufs Clip-Auswahlfenster und hier habe ich eben zuerst schon dieses eine Video runtergezogen, das ich schon auf meiner Festplatte hatte. Und sobald ich das jetzt hier rüber bewege auf den Startcursor, dann kann ich sie oben in der Auswahl sehen. Sehen, hier kann ich diesen Cursor dann bewegen und Sie sehen, hier oben geht das Video ganz einfach mit. Also da kann man dann, man kann es auch abspielen. Ich mache viele Videos zu kostenlosen Tools, die man nutzen kann. Und dann vor allem auch viele Videos über Tipps und Tricks im Internet. Also, so sieht die Vorschau aus. Und ja, das ist jetzt mal ein erster Überblick über diese Software. Und ja, da kommen jetzt noch wirklich viele Videos, wo wir auf die einzelnen Bereiche eingehen und wo ich Ihnen zeige, was Sie damit alles machen kann. Das war es jetzt zu diesem ersten Video. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und das als Einführung jetzt gut war für Sie, dann einfach bitte meinen Kanal abonnieren, damit Sie sofort eine Benachrichtigung bekommen, wenn ein nächstes Video von mir jetzt hochgeladen wird. Also einfach abonnieren, da ist irgendwo ein Button, wo Sie das mit einem Klick tun können. Dann würde ich mich auch über ein Gefällt mir freuen und gerne können Sie mir Ihre Kommentare oder auch Fragen unter dein Video posten. Ich werde mich bemühen, diese zu beantworten. Gut, das war's zu diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken, in dem ich Ihnen genau zeige, wie Sie mit Ihrem Video bei YouTube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das? Garantierte Besucher und zwar einen kompletten Strom an Besuchern. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist klicken Sie auf den Link unter diesem Video und dann geht's los. Bis gleich.